Voll fett cool, der steht es nicht da. Die machen eine eigene Karte-Sendung. Ja, grüß Gott, da ist der Koala-Karte von Kinderautor. Halt schau ich euch mal ein bisschen los, was er so in Niederbayern machen kann. Oder irgend so eine Zelle, auf jeden Fall, der steht es nicht da. Hey, voll fett cool. Und da oben blinkt so ein Lichtl und er schaut, hey, das schaut richtig gut aus für mich. Geht nicht der Koala auf Sendung wird. Viral, oder wie man das heißt. Kari! Oh, jetzt, dass der Chef kommt. Kari! Hey! Scheiße, sehr fix jetzt, was meinst du? Kari! Na, komm da an, der Lächeln, ich zieh nicht mehr her, Gott. Kari, wo bist du? Jetzt bleib mal hängen. Kari! Also, immer schnell weiter mit dem Video, das machen wir anders mal. Fertig, servus, Koala Kari, bleibt's gesund. Und Grüße aus Niederbayern. Servus miteinander. Kari! Koala Kari! Koala Kari? Der wieder ist. Kari! Egal, machen wir mal eine Sendung heute wieder. Ja, ja, servus liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir wieder mal was schnitzen. Und zwar aus einem Stück Restholz. Und wenn ihr keine Idee habt, was ihr schnitzen wollt, ich hab da eine für euch. Ja, alles was wir brauchen ist ein Stück Restholz, da liegt bei mir genug rum und ich muss das Ganze abbauen. Dann braucht ihr entweder ein Taschenmesser, das ist jetzt so zufällig vom Bund, mit Klinge ist klar, sonst ist kein Taschenmesser, sondern nur eine Tasche und mit einer Säge. Oder ihr nehmt für die Kinder ein spezielles Kinder-Multitool, in dem Fall das Leap von Leatherman, das hat auch eine Säge und optional auch eine Klinge, die wirklich gut scharf ist, das ist wichtig. Oder wir jetzt das Leatherman Signal mit Säge und weiß der Kuckuck nur, was alles da mit drin ist. Warum braucht ihr Säge? Weil wir uns den Rohling hier aussägen werden. Ja, und was schnitzen wir heute? Ein exotisches Tier, mir ich gedacht, wir schnitzen uns einen kleinen Tiger. Oh, wie putzig. Ja, wobei, selbst bei so einem kleinen Tiger würde ich auch nicht unbedingt gebissen werden. Ich glaube, selbst bei so einem kleinen sind die Zähne schon ordentlich scharf. Ja, einen Bleistift brauchen wir noch, damit wir uns das Ganze aufzeichnen können. Wenn ihr nur wisst, wo der Koala-Kari ist, aber irgendwo wird der schon wieder sein. Ja, vielleicht kauft er sein. Oder vielleicht ist der gerade der Leberkreis. Ich weiß ja nicht, wo der graue Bartel ist. Ist ja egal. Ganz am Anfang unserer Schnitzerei steht immer die Skizze. Ohne Skizze, meine Lieben, brauchen wir gar nicht anfangen, da ist das völlig sinnfrei, das Ganze. So, ich versuche, wie gesagt, ich versuche dem kleinen Tiger seinen Schwanz zum Schnitzen. Ist nicht jetzt gefährlich, ich mache den extra dick, sollte er uns abbrechen. Ja? So, dann machen wir jetzt hier, dass er so da ist, so ein Tigerbuckel, na Katzenbuckel, kann man schlecht sagen, da wäre der Tiger wahrscheinlich beleidigt. Dann kommen da jetzt hier oben im Anschluss zwei etwas größere Ohren, weil es nur ein kleiner Tiger ist. Da kommt hier sein markanter Tigerkopf. Ja, der schaut so ein bisschen am Boden runter, der Tiger. Da kommt der Vorderlauf, auf den er sich abstützt. Der geht so nach hinten. Ja, und da hinten machen wir noch einen Hinterlauf so rein. Gut, der Vorderlauf ist jetzt etwas zu breit ausgefallen. So, so schaut jetzt das Ganze skizziert aus. Gut. Ja, und jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, schmeißen wir die Taschensäge an. Und los geht das Ganze. Jetzt sägen wir es einfach mal in das Restholz rein. Und versuchen dann einmal, hier den Rohling rauszusägen. Und ihr seht dann schon, bei solchen Sägearbeiten, die länger dauern, wie gut die Säge ist. Wird sie heiß, wackelt, löst sie sich oder beißt sie überhaupt nicht rein. Aber in dem Fall vom Taschenmesser der Bundeswehr, das jetzt auch schon etwas länger bei mir im Gebrauch ist, das funktioniert alles nur wirklich sehr, 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 sehr gut. Einzige, was ich halt wissen möchte, wo dieser Koala-Kari ist. Weil wenn der sich nicht sehen lässt, dann stellt er meistens irgendwas an. So, wir sehen uns jetzt erstmal diesen Rohling hier aus. Ja, meine Lieben, schauen wir uns jetzt mal das Ganze an. So ein Rohling, der schaut jetzt eher aus wie ein kauerndes Eichhörnchen. Da gebe ich euch völlig recht. Und jetzt fangen wir einfach mal an hier zum Schnitzen bei unserem Restholz.
Als erstes machen wir mal dem kleinen Tiger einen schönen runden Rücken. Dann nehmen wir uns das Gesichterl vor und dann machen wir hier dieses Zwischenstück. Den Schwanz mache ich zum Schluss. Wieso mache ich den Schwanz zum Schluss? Dafür gibt es einen guten Grund, weil der abbrechen kann. Den hebe ich mir wirklich bis zum Schluss aus. Außerdem kann ich hier schön schnitzen und meine Finger sind durch den Schwanz vom Tiger wunderbarst geschützt. Ja? Ihr seht jetzt hier schon mal die Kante gebrochen, im Gegensatz zu dieser Seite hier, da steht die Kante noch. Das ist natürlich ein riesen gewaltiger Unterschied. Ja, hier natürlich die Ohren, das ist auch klar, die müssen runder werden bei unserem Tigerle, sonst schaut das Ganze nicht sonderlich echt aus. Und wir wollen ja, dass es eine möglichst echte Figur wird. Ja. Da auch noch ganz klar, ihr seht selber, ich habe bewusst hier beim Schwanz, bei den Vorderläufen, habe ich das besonders breit lassen und hier auch bei den Ohren und beim Kopf. Warum? Dass wir noch Möglichkeiten haben, was wegzuschnitzen. Okay? Also, deswegen lassen wir das jetzt mal so, wie es ist und schnitzen sie jetzt weg. Also beim Ausschneiden ruhig ein bisschen Überstand lassen, Reserven lassen, damit ihr die Möglichkeit habt, später noch auszuweichen bzw. das Ganze wegzuschnitzen. Weil wenn ihr jetzt mal eine tiefere Kerbe reinhaut, das kann sonst ein bisschen ein Problem werden, dass sich das Ganze richtig ausgibt. Meine Lieben, ihr seht jetzt schon, wir haben hier jetzt den Rücken schön geschnitzt von unserem Tigerle. Und jetzt müssen wir hier mal zwischen den Ohren ausräumen. Da gibt es verschiedene Optionen. Also, diesen Kerbschnitt, den wir dann hier vorne anwenden können bei den Vorderläufen. Das heißt, wir machen das so von einer Seite zur anderen und arbeiten uns so langsam vor, dass es wie ein V wird, das wir hier reinschneiden. Oder wir nehmen die Säge und sägen uns da langsam, aber sicher vor. Gut, bei dem Holz geht es sehr schnell. Oder wir nehmen Option Nummer 3, die Ahle, den Stechdorn, und arbeiten uns da auch langsam vor. Da ist wichtig, immer so eine Drehbewegung, Druck auf die Ahle. Das ist nicht wichtig, dass die Ahle hier gut geschliffen ist, sonst geht hier gar nichts, sonst habt ihr ein relativ stumpfes Werkzeug. Und da arbeiten wir uns jetzt bei den Vorderläufen und bei den Ohren langsam, aber sicher nach vorne, damit das, gut, das sieht jetzt nicht aus wie ein Eichhörnchen, das müssen wir etwas runter machen in seine Ohrwaschel, aber das wird schon mittlerweile ganz gut. Also, schön mit Druck auf die Ahle arbeiten und dann geht das Ganze wirklich gut voran oder eben alternativ, wir sägen, auch möglich. So eben, ne, das geht schnell, ist zwar jetzt nicht so ästhetisch, würden manche sagen, oder schnitztechnisch hoch anspruchsvoll. Oder eben, wir machen diesen V-Schnitt, diesen Kerbschnitt immer von einer Seite und dann wieder von der anderen entgegenkommend. Und wichtig ist immer wieder, meine Lieben, dazwischen hier diesen Zwischenraum, der da entsteht, den müsst ihr gut mit dem Messer, mit der Messerspitze ausräumen, damit hier das überschüssige Holz herauskommt. Ist ja klar, wir wollen ja eine Kerbe haben, damit der Zwischenraum ausgeräumt ist. Ja, meine Lieben, weiter geht's im Programm. Ich habe jetzt hier versucht, etwas die Oberschenkel, also die Hinterläufe, die stärker sind beim Tiger, herauszuarbeiten. Hier das Ohr, auf der Seite ist mir leider das Ohrwaschel abgebrochen. Den Kopf seht ihr auch, haben wir auch schon ganz gut hingebracht. Und jetzt gehen wir zum Schwanz über. Ganz zum Schluss eben den Schwanz. Warum? Der kann uns abbrechen. Mit dem müssen wir vorsichtig sein. Und ich arbeite mich jetzt hier von der Seite ran. Ich lasse jetzt hier bewusst, damit ihr den Unterschied seht, das Holz so wie es ist. Ihr seht hoffentlich den Unterschied. Hier lassen wir das so übergehend fließend den Schwanz vom Körper weg. Und das Gute ist, wie gesagt, wir machen den ganz zum Schluss, damit wir hier nicht den Schwanz vom Tiger abbrechen können.
So, wir waren jetzt soweit fertig mit dem Schnitzel. Seht ihr, ich habe es hier beim Schwanz ein bisschen übertrieben, was die Dünne umgeht. Das ist doch sehr zerbrechlich. Und wichtig ist, wenn wir jetzt mit dem Schnitzen fertig sind, klappen wir das Taschenmesser zu und legen es zugeklappt auf die Seite. Dann können wir uns da schon nicht mehr verletzen. So, jetzt kommt der nächste Punkt, der wichtig ist. Nämlich, wir schmirgeln unseren Tigerl ab. Wie gesagt, am Schwanz, da traue ich mich jetzt nicht mehr groß ran. Da habe ich es einfach übertrieben, was das Dünne angeht. Und ihr beginnt einfach mal mit einem groben Schleifpapier und arbeitet euch dann immer mehr zu einem feineren durch. Immer wieder die Figur durch die Hände gleiten lassen, immer wieder kontrollieren, wo gehört da der kleine Tiger noch nachgeschliffen. Und dann können wir auch schon weitermachen, nämlich mit dem Anmalen. Und da ist der Tiger eigentlich ein sehr dankbares Objekt, weil eigentlich ist der Tiger zumindest von der Farbe her ein Holländer, ja, wenn man so will. Also nichts jetzt gegen die Tiger, nichts gegen die Holländer, aber der Tiger ist ja von der Farbe her eher orange, wie wir alle wissen. So, ich muss jetzt nur schon meinen Malkasten da sauber bringen. Ich habe da etwas schwarze Farbe am Pinsel gehabt. Das kommt nicht gut. Nein. Aber jetzt wird die Farbe schon besser. So, damit malen wir den Burschen jetzt ein. Orange trägt nur die Müllabfuhr, wie wir alle wissen. Und das Gute ist, wir können am Schwanz schön festhalten, den Tiger. So, das Schwanzel müssen wir natürlich auch ummalen. Das braucht auch eine Farbe. Und der Tiger hat ja ganz klar seine ganz markanten Tarnstreifen. Damit ist er im Dschungel einfach perfekt getarnt, der Bursch. Das müssen wir ihm lassen. Also was Tarnung angeht, ist der Tiger natürlich ein Meister. Auch wenn es ums Anschleichen und so weiter geht. Da ist der auch richtig gut drauf, der Bursch. Na, der Pinsel, der ist auch schon etwas hart, finde ich, aber egal. Ja, und dann fangen wir einfach an, der hat so eine schwarze Ohrwaschel, eine schwarze Umrandung. Und dann kommen jetzt diese ganz markanten Tigerstreifen, kriegt er. Dann hat er seine Quaste, die ist auch schwarz. Die Quaste, die ist hinten am Schwanzel. Und ich glaube, der Schwanzel, wenn man genau hinschaut, hat auch seine Streifen. Wie gesagt, der lebt ja im Dschungel und ist dadurch perfekt getarnt mit seinen Streifen. Da gibt es ja den alten Ottowitz aus den 80er Jahren. Längsstreifen machen schlank, Querstreifen machen dick und Polizeistreifen machen tatütata. Ja, und fertig ist unser Tiger. Gerade hübsch ist er ein, ne? Hier einen unaussprechlichen Namen, und zwar, aufgepasst, der heißt Parasaurolophus. Ich habe nachgeschaut, also Parasaurolophus heißt übersetzt fast eine Kammechse, weil er hatte so einen Kamm nach hinten stehen. Man hat schön erhaltene Skelette davon gefunden in Nordamerika und auch in China, aber scheinbar war das dann eine eigene Art. Und diese Art von Saurier hat sich hauptsächlich von Pflanzen ernährt. Also wichtig ist eben auch, bevor er den schnitzt, Fotos gibt es jetzt nicht so richtig von dem Parasaurolophus. Ja. Er hat eben hier so ein ganz markantes Horn nach hinten gehabt. Und man geht eben davon aus, dass mit diesem Horn nach hinten die Nasengänge verbunden gewesen sind und er damit geatmet hat, während und die Luft durch das Horn geströmt ist. Also wieder was gelernt. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt diesen nochmal Parasaurolophus schnitzen. Das wird hoffentlich nicht so kompliziert wie der Name Parasaurolophus. So, was braucht man mal? Werkzeug ist schon wichtig. Also Vorlage ist auch klar, jetzt dieses Buch, dass wir sehen, wie das Viecher ausgesehen hat. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen
ein Taschenmesser oder ein Multitool mit Klinge, ist es klar, und mit einer Säge, wie jetzt hier zum Beispiel das Leisonen Signal. Dann alternativ dazu immer ein Taschenmesser, klar, mit Klinge, sonst wäre es kein Taschenmesser, sondern nur eine Tasche, und mit einer Säge. Brems, ja, und dann brauchen wir noch, ja, wir haben jetzt wieder ein Stück Holz, haben wir hier, Restholz, und dann zeichnen wir uns mal den Parasaurolophus auf. So, eben hier hinten mit seinem Kamm. Okay. Der war ungefähr 10 bis 11 Meter lang, hatte eine Höhe von ungefähr 4 Metern und wiegte schlappe 2700 bis 3600 Kilogramm. Also das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kavenzmer gewesen. Vielleicht sollte ich doch nur dieser etwas abnehmen. So, und jetzt zeichnen wir uns mal den Parasaurolophus hier auf unser Holz, auf unser Restholz. Ihr seht hier eben dieses Kamm, dieses markante Horn, mit dem er scheinbar geatmet hat, während er unterwegs gewesen ist. So, und jetzt, meine Lieben, tun wir unseren Saurier, unseren Parasaurolophus, aussägen mit der Taschenmessersäge. Deswegen ist da auch so ein Ring dran, dass man dran ziehen kann. Aufgepasst. Und los geht's. Und schon sägen wir jetzt mal ganz kribbig drauf los. Ja, das kann also Stunden gehen, aber Zeit. Ja, auch, ne? Ja. Ja, wollt ihr mir jetzt beim Sägen zuschauen? Oh, ihr habt auch nichts Blödes zu tun. Ich schalte mal ein bisschen nach vorne, okay? Ja, meine Lieben, der Saurodophulus ist jetzt soweit fertig. Der Rohling sieht aus wie ein, ich gebe es zu, wie ein Känguru. Hier haben wir eben dieses markante Horn. Da hinten, was jetzt wie Ohren ausschaut, das habe ich noch nicht ganz raussägen können. Das muss ich dann auch noch rausschnitzen. Ja, und jetzt fangen wir an. Der Schwanz ist sehr massiv. Deswegen fangen wir mit dem Schwanzerl an. Zu zum Schnitzen. Da dürft ihr jetzt gern Druck auf die Klinge bringen, dass da ordentlich was weggeht. Ich mache jetzt bewusst nur eine Seite. Warum? Dass ihr einfach den Unterschied seht, wo ich schon geschnitzt habe und wo noch nicht, wie die Unterschiede da aussehen. Und wichtig, immer vom Körper wegarbeiten. Ihr seht, so schaut er schon ganz gut aus, der Schwanzerl. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Ja? Das hole ich jetzt aber ganz schön nach. Da hinten natürlich ist es auch wichtig, wo man sieht, dass wir gesägt haben, das Holz hier, das übersteht, entfernen. Das muss jetzt nicht sein, so schön schaut das Ganze dann auch nicht aus. Ja? Und hier natürlich auch oben am Schwanz, da müssen wir auch die Kanten brechen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das können wir so nicht lassen. Sonst schaut er aus wie ein Roboter, aber nicht wie einmal ein Saurier. Der Saurodophulus, oh, der Name. Also bis wir fertig geschnitzt haben, kann ich hoffentlich den Parasaurodophulus. Die Fast-Kamm-Echse wissenschaftlich übersetzt, kann ich bis dahin hoffentlich schon mal aussprechen. Wir dürfen gespannt sein, oder? Ja, meine Lieben, schauen wir uns mal meinen Saurier ein bisschen näher an. Ich werde jetzt sagen, ja, wieso hat der so einen Knick im Schwanz? Ganz einfach, damit er einfach dynamischer, flexibler, lebendiger ausschaut. Also wenn jetzt das so ein gerader Schwanz wird, deswegen hat er hier von mir bewusst, habe ich ihm so einen Knick geschnitzt. So, hier sehen wir wieder die unbearbeitete Seite. Hier haben wir die bearbeitete Seite. Ich bin jetzt hier schon am Bauch, an der Plauze, wie der Pottler sagen würde. So, jetzt bei den Hinterläufen. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit zu überlegen, wollt ihr das Ganze zusammenlassen
Oder da gibt es jetzt dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können, dass wir die Läufe hier trennen. Also aussägen, das ist die eine Möglichkeit, die sehr schnelle. Ist zwar jetzt schnitztechnisch nicht besonders anspruchsvoll. So geht es, ja. Oder ihr macht den sogenannten Kerbschnitt. Also wir machen von einer Seite, schneiden wir rein und von der anderen schnitzen wir rein. Und von der und von der. Und so entsteht langsam, aber sicher ein V. Ja, und dann haben wir im Endeffekt die Hinterläufe von unseren, wie heißt der schon wieder, Parasaurolophus getrennt. Also das, wie gesagt, entscheidet ihr selbst. Wollt ihr die Hinterläufe trennen, wollt ihr es zusammenlassen? Das liegt wirklich ganz bei euch. Das entscheidet ihr, wie ihr das am schönsten findet. Ich gebe da kein Geschmacksdiktat aus. So weit kommt es noch, Gottes Willen. Das entscheidet ihr, was ihr dafür lustig holt oder auch nicht. So, bei uns geht es auf jeden Fall schon richtig schön voran. Ich finde halt, dass wir ihm da eine gewisse Lebendigkeit geben, wenn wir seine Hinterläufe auseinanderschnitzen. Also meine persönliche Meinung. Andere können es anders sehen, alles in Ordnung. Wie gesagt, die andere Option ist im Sägen, wenn ihr jetzt wollt, können wir auch nochmal kurz machen. Einfach hier reinsägen und damit den Saurier seine Hinterläufe ausarbeiten. Beides in Ordnung, das entscheidet ihr, was ihr für schöner und für besser haltet. Punkt. Da rede ich niemandem was rein. Ja, schaut auf jeden Fall schon ganz gut aus. Ja, meine Lieben, dann schauen wir doch weiter im Programm mit unserem Saurier. Also, hier haben wir jetzt schon mal die Hinterläufe und die Vorderläufe ausgearbeitet soweit. Und jetzt kommt eben dieser sehr markante Kamm dran. Da geht es jetzt nicht anders. Ich muss jetzt hier in Körperrichtung schnitzen, aber hier hätte ich den Daumen, der Schlimmeres verhindert. Aber ich bremse davor schön ab, wie ihr seht. Ja, und diesen Kamm, dieses Horn, das er mit sich rumgetragen hat, das schnitzen wir jetzt mal möglichst dünn, damit das ja im Endeffekt mittig im Kopf raussteht. Und da können wir uns auch hier an diesen Überstand von unserer Sägerei machen. Und dann werden wir bald unseren Super Saurier da haben. Ihr seht schon selber, wie sich das Ganze da verjüngt. Da geht was voran, würde ich mal sagen. Ja, der Innenreihe, so sehr es mich reizt, kann man leider noch nicht. Hier mache ich jetzt einfach mal kurz am Hals weiter, um dann wieder zu dem Horn, zu dem seltsamen hier zu wechseln. So, ihr seht selber, das Horn nimmt immer mehr an Gestalt an. Und ihr seht auch, unser Saurier wirkt recht dynamisch, sehr lebendig und so soll er auch sein. So stellen wir das Ganze vor. So, meine Lieben, jetzt kommt ein sehr großer Moment. Ha! Unser Saurier steht. Schaut mal, wie genau das wir das ausgewogen haben. Ist das nicht cool? Ha? Der bleibt wirklich stehen von alleine. Also da können wir wirklich sehr stolz auf uns sein, dass wir den so austariert haben, dass der nicht umfällt, sondern hält. Super. Ja, meine Lieben, fertig sind wir mit dem Parasaurolophus. Opus 12, was ist das? Sind wir jetzt fertig?
Wer will, kann ihn mit Wasserfarben noch anmalen. Ihr könnt ihn auch noch abschleifen. Die Streber unter uns tun das. Ihr seht selber, ich habe im Kopf, ich habe im Schwanz eine gewisse Dynamik verliehen, dass das Ganze nicht zu statisch, sondern möglichst lebendig wirkt. Das Schöne ist beim Kopf, da können wir eine gewisse künstlerische Freiheit walten lassen. Da nimmt man es nicht so genau. Also es gibt zum Glück keine Fotos von den Sauriern. Ansonsten schaut euch die vielen Jurassic Park von Steven Spielberg an. Man sieht Teil 300 noch was. Da könnt ihr dann auch sicher so einen Parasaurodopus bewundern. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, ihr Lieben, beim Schnitzen von Saurier. Macht es gut bis dahin und schaut jetzt dieses blöde Internet ab. Vierting, Servus, euer Olli.